Hallo, heute geht es um Stille und um Lärm. Und zwar um den Lärm in deinem Kopf, ja. Und um die Frage, ob dieses Dauerradio in deinem Kopf je sich beruhigen wird oder ob das überhaupt geht, ja. Und um die Frage, ob es möglich ist, Stille zu erfahren, tiefe Stille zu erfahren, diesen innewohnenden Frieden in dir zu aktivieren, ja. Du kennst das sicher, du liegst in deinem Bett nachts, kannst nicht schlafen und du hörst Stimmen in deinem Kopf. Komm schon, gib's zu, du hörst auch Stimmen in deinem Kopf, ja. Bei mir jedenfalls ist das so, ja. Und da ist meistens nicht nur eine. Da kommentiert die eine Stimme die andere oder die eine versucht, die andere zu besänftigen oder zu beschwichtigen. Jetzt hör mal auf zu denken, ich muss morgen aufstehen und arbeiten, ja. Und, ja. Hast du dir eigentlich mal zugehört, was da alles los ist da oben den ganzen Tag? Wie viel Geplappere, Gequatsche, Analysiere, wie da ständig kommentiert wird und ständig gequatscht und geredet wird, ja. Wie dieser denkende Geist vom einem Thema zum anderen hüpft, ja. Wie ein Affe, der von einem Ast zum anderen hüpft. Ständig nach der Suche oder nach der Jagd, nach der nächsten Banane, ja. Ja, und in der Meditationswelt wird dieser Geist auch der Monkey Mind genannt, der Affengeist, ja. Der ständig aktiv ist, ja. Und hast du schon mal versucht, diesen Geist anzuhalten? Oder anders nochmal, du weißt, wenn dieser Geist übermächtig ist, dass wenn dieser Affengeist wirklich durchdreht, überhaupt nicht mehr aufhört zu quatschen, dann hat er ganz schön Macht über dein Leben, ja? Und bestimmt deine Lebensqualität, ja? Und du kommst nicht zur Ruhe und erfährst Stress. Eben angetrieben von diesem denkenden Geist, der mit allen möglichen und unmöglichen Argumenten daherkommt und dein Leben zum Teil zur Hölle machen kann, dich auch in den Burnout führen kann oder in die Depression. Ja. Und wenn du versuchst, diesen Denker da oben einfach abzuschalten, die Löschtaste zu suchen, dann wirst du merken, das geht gar nicht so leicht. Du kannst nicht mit dem Denken das Denken abschalten. Und schon gar nicht, wenn du das Denken bekämpfen willst, dann wird es eher noch stärker. Also was tun? Wie kann das trotzdem gehen? Und ja, es kann gehen. Und da kommt jetzt die uralte Wissenschaft der Meditation oder der Achtsamkeitsschulung ins Spiel, die durch jahrtausendealte Erfahrung einfach uns sagt, es geht. Du kannst stiller werden, ja. Aber dazu ist einiges notwendig. Und der erste Schritt ist das Erkennen der Mechanismen, die diesen denkenden Geist ständig antreiben und aufquirlen und anpeitschen, ja. Du musst die Mechanismen erkennen, um da auszusteigen. Das zweite ist, dass du dich mit diesem Denker da oben desidentifizierst, dass du nicht mehr dein Denker bist, sondern dass du Gedanken hast. Und das ist ein riesiger Unterschied, ja. Man spricht von Desidentifikation. Das ist einfach, aber nicht leicht. Und der dritte Schritt, dass du mehr und mehr zu diesem Zeugen wirst, der Gedanken beobachtet, dass du mehr und mehr dieses stille Zeugenbewusstsein erfährst jenseits deiner Gedanken. Und da passiert dann Magie. Wenn du aufhörst, Gedanken zu bekämpfen und Gedanken weghaben zu wollen und dich zu beschweren, dass es so viel denkt, wenn du damit aufhörst, dann wird dein Denken zu einem stillen Fluss. Dann wird es besänftigt. Dann wird das Denken kein Problem mehr darstellen. Ja?
Und du wirst mehr und mehr in diesen inneren Raum des Friedens und der inneren Stille eintreten. Ja. Und das ist alles sehr einfach, aber bei Gott nicht leicht. Ja. Wir haben dazu keine Kultur. Wir lernen das nicht in der Schule, oder? Ich jedenfalls habe das nie gelernt. Ja. Musste mir das erarbeiten über Jahrzehnte. Ja, und wenn dich das interessiert, wie das gehen könnte, und wenn du da Unterstützung brauchst, dann komm zu unserem Stille-Retreat vor Weihnachten, ja, wo es genau darum geht, in diesen Raum einzutreten und vielleicht zu erkennen, wer du eigentlich bist hinter deinem Affengeist, hinter deinem denkenden Geist. Und vielleicht hast du die Möglichkeit dann, die Erfahrung zu machen, von diesem ureigenen, inneren, stillen Raum, der du letztendlich bist. Ja. Und wie du das im Nachhinein vielleicht in deinen Alltag einfließen kannst, einfließen lassen kannst, integrieren kannst. So, das wäre es auch schon. Du findest alle Informationen hier auf der Webseite. Und ich würde mich freuen, dich dabei zu haben, um gemeinsam auf Entdeckungsreise zu gehen. Okay, und tschüss.